25 Jahre Weißheidinger Ingenieurholzbau. Dorfkirchen an der Pran mit seinen ca. 2900 Einwohnern ist Heimatgemeinde der Familie und Firma Weißheidinger. Weißheidinger Ingenieurholzbau ist sozusagen im Herzen des Prantales mit seinen Wäldern verwurzelt. Eine oberösterreichische Erfolgsgeschichte. Auf 3000 Quadratmetern beheizter Hallenfläche verbinden sich hier modernste Technik und traditionelle Handwerkskunst zu einzigartigem Schaffen mit dem bevorzugten natürlichen Werkstoff Holz. 1991. Peter Weißheidinger, der Firmengründer, eröffnet im Keller seines Wohnhauses ein technisches Büro. Holz ist wesentliches Element. Ein Jahr später gründet er eine Zimmerei. 1995 wird bereits der 10. Mitarbeiter eingestellt und größere Projekte können umgesetzt werden. Die Reha-Klinik Bad Schallerbach ist der erste Großauftrag des Unternehmens mit einem Auftragsvolumen von 6 Millionen Schilling. Nebst anderen Vorhaben realisiert Weißheidinger Ingenieurholzbau von 1998 bis 2012 in Schärding richtungsweisende Projekte. Nahtlos fügen sich die adaptierten Bauten ins historische Stadtbild. Im Verbund mit dem Wassertor, einem der Wahrzeichen der Stadt, setzt Weißheidinger Ingenieurholzbau in Schärding insgesamt 4 altehrwürdige Gebäude mit wunderschönen Dachstühlen stilgerecht neu in Szene. 2007. Baubeginn für das Bilger Breustedt-Schulzentrum in Taufkirchen an der Pran. Das Schulzentrum wird vom März 2007 bis zum Februar 2009 in Rekordzeit errichtet. Die 20-klassige Volksschule und die neue Mittelschule des Zentrums bieten Platz für ca. 400 Schüler. 2009, Februar. Das Bilger Breustedt-Schulzentrum in Taufkirchen an der Pran, zu dieser Zeit die größte Schulbaustelle in Oberösterreich, ist fertiggestellt. Weißheidinger Ingenieurholzbau wird für dieses Projekt der Holzbaupreis verliehen. Größte Herausforderung ist das 36 Meter gespannte Hochleistungsfachwerk über der Dreifachsporthalle. Auch heute noch ist das Unternehmen einer der wenigen Holzbaubetriebe, die Holz-Stahl-Hybrid-Konstruktionen in ihrem Portfolio haben. 2010. Eine neue, zweite Abbundhalle mit CNC-Abbundzentrum wird gebaut. Die erste wird zur Stahlbauhalle umfunktioniert. In dieser neuen, zweiten Abbundhalle manifestiert sich auch der Weißheidinger Ingenieurholzbau. 6 mächtige Hallenkräne mit einer Nutzlast von 20 Tonnen stehen zur Verfügung. Die CNC-Abbundanlage mit 5-Achs-Roboter-Technologie ermöglicht eine Bearbeitungslänge bis 20 Meter. Sie steht auch Fremdfirmen für Abbundarbeiten als Dienstleistung zur Verfügung. 2013. Schwere Schicksalsschläge überschatten den Jahresbeginn. Firmengründer Peter Weißheidinger stirbt im Jänner mit 53 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Karl Niedermeier übernimmt auf Wunsch Peter Weißheidingers die Geschäftsführung. Ein weiterer schwerer Schicksalsschlag ist 2013 zu verkraften. Im Februar stirbt der langjährige Betriebsleiter und Prokurist Reinhard Goldberger an den Folgen einer schweren Erkrankung. Das Leben muss weitergehen und es geht erfolgreich weiter für Weißheidinger Ingenieurholzbau. Einer der prominentesten Golfclubs von Österreich, das Diamond Country Resort Atzenbruck in Niederösterreich, bekommt 26 neue Apartments. Weißheidinger Ingenieurholzbau wird mit den Dachkonstruktionen beauftragt. 2015. Von Weißheidinger Ingenieurholzbau wird unter anderem der Kindergarten in Brunnental gebaut.
Das zweigeschossige Gebäude wird in der Rekordzeit von 4 Monaten, Juni bis September, in Holzmassivbauweise bezugsfertig errichtet. Und wie man sieht, ein Holzgebäude muss nicht unbedingt als solches zu erkennen sein. In der 25-jährigen Firmengeschichte hat Weißheidinger Ingenieurholzbau alleine in Wien ca. 60 Gebäudeaufstockungen in Eigenleistung errichtet, alle im Holzstahlverbundbau. Für Weißheidinger Ingenieurholzbau liegt die Herausforderung auch darin, den Charakter eines Hauses zu erhalten und die Baumaßnahmen auf die vorhandenen technischen, baulichen und statischen Gegebenheiten abzustimmen. Namhafte Objekte in der Bundeshauptstadt tragen die Handschrift des Taufkirchner Unternehmens. Darunter das Kurhaus zu St. Stephan am Stephansplatz, das Hotel Sacher, das Kunstmuseum Albertina, das Palais Epstein oder die generalsanierte Kuppel im Arsenal sowie zahlreiche Kasernen. Weißheidinger Ingenieurholzbau hat sich als weiteres Standbein auch auf die sogenannte Modulbauweise spezialisiert. Nicht nur der Bau der Module, auch deren Sondertransport bedeutet Millimeterarbeit. Alles kein Problem für die Professionisten von Weißheidinger. Wohnraum in Modulbauweise ist eine ausgesprochen flexible Lösung, die nicht nur Weißheidinger Ingenieurholzbau, sondern auch den Investoren Vorteile bringt. Ob Wohneinheiten, Bürogebäude, Hotels oder Studentenheime, die Module werden allen Anforderungen gerecht. Auch dieses Poolhaus kann von Weißheidinger in Modulbauweise angeliefert werden. Komplett ausgestattet natürlich. Wobei der Terminus Poolhaus hier tief gestapelt ist. Ein luxuriöses Niedrigenergiehaus zeigt sich hier, das jeden nur möglichen Komfort bietet. Einschließlich Zirbenholzsauna. Visionen und Ideen entstehen im Kopf. Am Computer werden sie mittels fotorealistischer 3D-CAD-Planung visualisiert und letztlich mit dem Bau realisiert. Es ist ein fließender Prozess, bei dem die hochkarätigen Professionisten von Weißheidinger Ingenieurholzbau Schritt für Schritt ganze Arbeit leisten. Mit Weißheidinger Ingenieurholzbau will Karl Niedermeyer schnell zu errichtende und leistbare Gebäude sowie Lösungen für die innerstädtische Nachverdichtung liefern. Meisterliche Qualität in modernster Technik, verbunden mit traditioneller Handwerkskunst. Das ist und bleibt Weißheidinger Ingenieurholzbau.